mir ist auch Ines Prock da. Du hast dich wahnsinnig engagiert im Vorfeld dieser Veranstaltung. Was wünschst du dir eigentlich, was heute rauskommen soll? Also ich wünsche mir vor allen Dingen, dass auch Veranstalter wieder ein bisschen mutiger werden und überhaupt Veranstaltungen anbieten, wenn es möglich ist, wenn das Hygienekonzept steht, warum nicht? Ja, weil viele ziehen tatsächlich dann immer noch mal zurück. Und mein Appell ist auch vor allen Dingen an die Leute, sich Karten zu kaufen, weil das ist auch so ein Problem. Dann findet irgendwas statt, dann werden die Karten nicht verkauft und dann sagt natürlich jeder, haha, ja, auf euch wartet man ja gar nicht so ungefähr. Ja. Die Karten werden ja eh nicht verkauft. Und das ist natürlich doof für uns, weil ich glaube, die Kultur fehlt trotzdem jedem. Ja, also das ist ja klar zu spüren bei den wenigen Veranstaltungen, die da sind, wenn die gut beworben sind, wenn klar ist, das findet statt, Riesenboom. Und wenn es so ein bisschen wackelig ist, genau, dann sind die Leute zurückhaltend. Also kaufen Sie Tickets für alles, was Sie können. Es gibt Ersatztermine und findet dann auf jeden Fall statt. Wie viele Künstlerinnen und Künstler sind heute dabei? Wie viele haben sich da zusammengetan? Also wir haben jetzt 12 Künstler und Künstlergruppen für die Aktionen auf der Bühne und hinterher aber dann auch nochmal 12 Künstler oder Künstlergruppen, die unsere Wünsche verlesen. Aber wir haben im Publikum massenhaft Künstler, also wo ich gar nicht weiß, haben so viele geschrieben, kann ich da kommen und so. Und wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, weil es betrifft uns ja alle. Also eine große Solidarität, finde ich, das ist auch eine schöne Entwicklung. Künstler sind ja oft so Einzelkämpfer und jetzt merken wir in der Krise, da tun sich doch viele zusammen, um mehr zu erreichen. Ja, sehr schön. Also ich finde es auch, ich finde, das ist auch so eine schöne Überschrift über dem Ganzen nochmal, wir können auch zusammenstehen, wenn es drauf ankommt, weil wer hätte das denn früher gedacht, dass wir so unterm Jahr immer gemeinsam auf einer Bühne stehen. Ne? Also wir sind gespannt, was kommt. Vielen Dank. Ja, gerne.